Der 1001. Ausflug, der führte unseren Landschleicher ganz in den Nordosten des Landes, nach Woltersdorf. Und Woltersdorf liegt in der Uckermark, gehört zum Amt Garz. Auf der Karte findet man den Ort nördlich von Schwedt. Zu den Daten und Fakten. In Woltersdorf gibt es eine Kirche, einen Friedhof, einen Sportplatz und eine Gaststätte. 228 Einwohner leben dort und es hat auch einen Moment gedauert, bis der Landschleicher die alle gefunden hatte. Da, wo Brandenburg fast zu Ende ist, liegt Woltersdorf. Romantisch umrahmt von Kornfeldern. Und hier treffen wir Lea und Sarah bei ihrer derzeitigen Lieblingsbeschäftigung. Rumgehen, quatschen. Rumgehen und quatschen, schon wie zwei alte Damen. Durch Felder laufen. Ja. Wir sind vorhin auch durch Felder hier gelaufen, durch mehrere. Durch vier. Durch Felder laufen also. Woltersdorf selbst wirkt fast wie leergefegt. Keine Säge, kein Gehämmer. Dann erfahren wir, woran das liegt. Samstags nämlich erholen sich alle von der Arbeitswoche. Woltersdorf ist ein Schlafdorf. Ja, die alle arbeiten. Die LBG hatte mal, da sagen wir es, 20 bis 30 Leute beschäftigt. Jetzt sind noch 4 oder 5. So. Und die anderen alle Berlin, Schwedt. Das geht ja schon mit der Feuerwehr los. Wir haben eine Feuerwehr hier, aber wenn in eine Woche die Sirene geht, ja, 2 Mann, das sind die von der LBG. Schließlich finden wir die Woltersdorfer aber doch noch. Ab Mittag wird gegrillt vorm nagelneuen Dorfgemeinschaftshaus. Gebaut wurde eben komplett in Eigenregie. Mit viel, viel, viel Arrangement von vielen Woltersdorfer Männern. Sicherlich sind wir auch so ein kleines bisschen stolz darauf. Also ob das überall möglich wäre, wage ich zu bezweifeln. Bei so einem Zusammenhalt und wie in Woltersdorf ist selten. Und weil sie gern gemeinsam ihre Zeit verbringen, denken sich die Woltersdorfer jedes Jahr eine lustige Nummernrevue aus, die dann zum Dorffest aufgeführt wird. Dieter Pankow erklärt das mal. Das wird unser Martin Tran, kleines Unikum unter uns, als er wird da Rexgildo machen. Und das wird der Martin auch tragen. Da wird die Nummer Genghis Khan machen wir nach. Aha, okay. Die große weite Welt in Woltersdorf. Ja, so ungefähr. Ich komme aus Griechenland, aus Nana Muscuri. Was Sie machen, Nana Muscuri? Ja, das dritte Mal nur schon. Und naja, was soll. Der Künstler lässt sich zwar bitten, aber nicht allzu lang. Und schon, voilà, verwandelt er sich zur Diva mit den weißen Rosen aus Athen. Und dann die Rosen. Ja. Dann singen Sie Playback oder echt? Playback. Ich könnte echt singen, ja. Aber ich möchte ja nicht so. Die Fußballjungs vom SV Eintracht Woltersdorf feiern draußen ihren letzten Sieg. Wehmütig, denn die Mannschaft hat nächste Saison nicht mehr genügend Spieler. Etliche ziehen einer neuen Arbeit hinterher. Wir wären ja bloß noch 8, 9 Leute. Heute waren noch mal 12. Aber das ist immer schön wert, wenn es weitergehen würde, aber geht nicht. Schade drum. Allen guten und schlechten Zeiten von Woltersdorf hat die Feldsteinkirche getrotzt. Und klar, da müssen wir auch hin. Denn die Kirche ist das älteste Gebäude im Dorf. Um uns die Bedeutung zu verdeutlichen, hat Herr Pankow extra ein Buch dabei, den Kunstführer durch die DDR. Was steht da drin? Ja, dass sie frühgotisch ist und Ende des 13. Jahrhunderts erbaut wurde, dass die reiche Kanzel aus dem 18. Jahrhundert ist. Wie viele Seiten sind Woltersdorf gewidmet? Ganz knapp hier nur. 2 Zeilen. Am Dorfgemeinschaftshaus werden inzwischen die Requisiten der Nummernrevue verladen. Für einen Gastauftritt nebenan in Wartin bei deren Dorffest. Wir kriegen spontan noch eine Kostprobe aus dem Programm. Dann ziehen sie los und schwupps ist es wieder ganz ruhig und beschaulich im uckermärkischen Woltersdorf.